Das war Sandra mit Maria Magdalena in 21 Ländern Nummer 1. Ein Riesenerfolg. Millionen von Platten hat sie verkauft. Ich habe sie auch mal interviewt. Also sie ist, glaube ich, immer noch die erfolgreichste deutschsprachige Sängerin aller Zeiten. Unglaublich, ne? Aber viel schlimmer finde ich die Frisur. An der einen Seite so und dahin die Spangen und dann auf die andere Seite runtergekämmt. Ich glaube, George Michael hatte auch so eine schlimme Frisur bei Careless Whisper. Eigentlich unglaublich. Wir kommen jetzt zu einem anderen deutschsprachigen Künstler, so richtig deutsch ist er nicht, ein Österreicher ist es eigentlich, ne? Und Falco, der ja legendäre Songs rausgebracht hat, wie beispielsweise in den 80er Jahren Dra di nit um, oh, 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 der Kommissar, oder was hat er noch gemacht? Genie beispielsweise oder Rock Me Amadeus. Rock Me Amadeus ist auch der erste Nummer 1 Hit in Amerika gewesen, von einem Deutsch interpretiert, also ist auch der Wahnsinn. Wobei Genie war damals ganz umstritten, wurde verboten, von vielen Radiosendern und Fernsehsendern nicht gespielt, weil sie da eine Vergewaltigung und einen Mord hinein interpretiert haben. War aber nicht so gemeint, meint Falco. Er sagt jedenfalls, er wollte mit dem Song nur aufmerksam darauf machen, wie viel Verbrechen es gibt. Wir hingegen spielen den Klassiker. Hier ist Falco und gewünscht hat sich das eine liebe junge Dame, nämlich die Anissa, die schreibt, ich bin Anissa, 12, ich komme aus Dortmund und wünsche mir Falco mit Genie. Anissa, dein Wunsch ist mir Befall, hier ist er. Wir kommen zum nächsten 80er Jahre Knaller. Milli Vanilli mit Girl You Know It's True, eine unglaublich erfolgreiche Band in den 80er Jahren, waren sozusagen auch das erfolgreichste Duo. Die Mädels sind reihenweise umgefallen. Männer haben sich Zöpfchen anflechten lassen, um auszusehen wie Rob und Fab von Fabulous oder Fab. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber dann kam das Year aus und zwar hat sich herausgestellt, Rob und Fab haben gar nicht wirklich gesungen, sondern es war irgendein Studiosänger, der da Girl You Know It's True ins Mikrofon getrellert hat. Und das hat ganz traurig und ganz schreckliche Geschichte eigentlich. Rob hat sich daraufhin auch das Leben genommen. Die waren in Amerika auch sehr erfolgreich und haben sogar einen Grammy gewonnen und den mussten sie zurückgeben. Welche Schande, das ist noch nie vorgekommen, dass eine Band einen Grammy gewonnen hat und die mussten den tatsächlich dann wieder zurückgeben. Ich glaube, Fab macht jetzt in Miami eine neue Geschichte und zwar ist das eine Dusche, in der man Karaoke singen kann und das Ganze ist mobil und fährt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wozu das gut sein soll, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die unter der Dusche gerne singen, das ist im Allgemeinen schon, aber die dabei Auto fahren. Ich weiß nicht, ob man da noch wirklich so eine große Nutzwertanalyse gemacht hat. Das lassen wir jetzt auch mal so im Raum stehen. Nichtsdestotrotz spielen wir jetzt den größten Hit von Milli Vanilli, Girl You Know It's True.